Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer freitags. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann solltet ihr anrufen. 0800 220 5050. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Florian. Und er ist, wie alt ist er? 18, ne? Ja. Hallo 18, sag ich schon. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend, Domian. Und was geht's bei dir? Ja, Ich bin für einen Kollegen nach Holland gefahren. Ja. Der hat mir Geld dafür geboten, dass ich ihm dort ein paar Drogen hole und bin damit dann an der Grenze angehalten worden. Vom Zoll. Der hat dir Geld gegeben, dass du ein paar Drogen holen sollst. Ja. Was heißt denn das im Klartext? Wie viel Geld und was für Drogen? Ja, ich sollte 200 Euro bekommen und 50 Gramm Amphetamine. Mhm. Und ich hatte im Rucksack 1 Kilogramm Amphetamine und 370 Gramm Gras. Ach du lieber Gott. Das ist ja eine ganze Menge. Mhm. Und wusstest du, wo man das da besorgt, wo man das kauft? Nein, ich bin mit ihm da hingefahren. Ja. Er ist dann halt, ich habe dann im Park gewartet, der ist da vorhin gefahren. Mhm. Und dann sind wir dann wieder im Fahrrad zurück, aber ich hatte das Zeug am Rücken. Mhm. Und dann bist du mit dem Fahrrad zurückgefahren, oder was? Ja, dann sind wir zusammen mit dem Fahrrad zurückgefahren und sind dann am Bahnhof vom Zoll kontrolliert worden. Ja. Weil wir da gerade den Zug einsteigen wollten. Das heißt, der war auch noch dabei? Ja. Hm. Und wie ging es dann weiter? Ja, und dann haben wir die Sachen gefunden und er nickt dann halt immer zu mir rüber und sagt dann so, hey, das ist deins, das ist deins. Ich sag, ja, das war ja abgesprochen so, war ja abgemacht, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die mich irgendwie an der Grenze anhalten würden. Hm. Und ja, und dann ist es dabei geblieben. Dann bin ich mitgenommen worden, kam von Haftrichter und ja, bin jetzt erstmal nur auf Haftverschonung draußen. Ach so, das heißt also, wir halten nochmal fest, wie viel Amphetamine waren da, hast du bei dir? 1 Kilogramm. 1 Kilogramm Amphetamine und Haschisch auch noch. Ja. Du bist erwischt worden vom Zoll. Ja. Und hast dann gleich eine Anzeige an den Hals bekommen. Ja. Zu Recht? Ja, weil ich hatte es ja auf dem Rücken. Natürlich, klar. Ich habe es illegal in Deutschland eingeführt. Natürlich, ja, klar, keine Frage. Und gab es schon eine Verhandlung oder wie? Nein, die steht mir noch bevor. Die steht dir bevor? Mhm. Ja. Du hast dich sicher mit deinem Rechtsanwalt darüber unterhalten. Was könnte da schlimmstenfalls rumkommen für dich? Ja, Gefängnis. Wie viel? 3 bis 5 Jahre. 3 bis 5 Jahre? Ja. Puh. Was denkst du jetzt dazu, dass du das gemacht hast? Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Scheiße gelaufen. Ja, schöne Scheiße, du bist 18 Jahre alt. Hast du vorher mit Drogen irgendwas zu tun gehabt? Eigentlich weniger, ne? Nur mal zwischendurch eingepieft, ja. Das war es. Ja. Kanntest du diesen Typ gut, für den du das gemacht hast? Ja. So einigermaßen. Ja. Der hat sich ja ganz schön gelinkt, ne? Kann man sagen. Ja, der hat dich benutzt und hat sich damit aus der Schlinge gezogen, quasi. Als diese Zollbeamten euch da am Bahnhof oder im Bahnhof angesprochen haben, da hat er gesagt, das ist seins, also das ist Florians Gepäck und es gehört ihm. Ja. Mhm. Wie denkst du über ihn? Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel mit ihm zu tun, aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll ihm gegenüber und keine Ahnung, ich fühle mich auf jeden Fall scheiße. Mhm. Was hatte er dir versprochen, was du dafür bekommst? 200 Euro und 50 Gramm von den Amphetaminen. 200 Euro, 50 Gramm. Kannst du jetzt im Nachhinein so ein bisschen erklären, was für ein Teufel dich geritten hat, so ein Risiko einzugehen? Geldknappheit. Und du nicht einschätzen konntest, natürlich... Ja, ich habe das Risiko nicht einschätzen können. Ja, und was? Aber dir war völlig klar, dass das eine heftige Straftat ist, die du da begehst. Ja. Du hast gedacht, naja, okay, komm, versuchen wir mal, wird schon gut gehen. Mhm. Mhm. Du bist 18 Jahre alt, lebst du noch zu Hause bei deinen Eltern? Nein, ich habe eigene Wohnung. Ja, und was machst du? Ich bin arbeitslos. Du bist arbeitslos? Ja. Hast du einen Schulabschluss? Nein. Und von was? Ich bin nach der 8. Klasse abgegangen. Ja, wo sind deine Eltern? Wie ist der Kontakt zu deinen Eltern?
Ja, also mein Vater weiß ich nicht, wo der wohnt. Hm. Ja, und meine Mutter weiß ich, wo die wohnt, aber die will so keinen Kontakt mit mir haben. Ach so, und wie lange bist du schon weg von zu Hause? 2 Jahre. 2 Jahre. Hm. Auch schon früh, ne? Mhm. Wie hast du dich... ich kam mit meinen Eltern nicht parat. Ja, und wie hast du dich ja durchgeschlagen die letzten 2 Jahre? Ja, irgendwie das erste Jahr habe ich mal so bei Freunden abgehangen, so. Hm. Dann hatte ich eine Freundin bekommen, mit der habe ich jetzt auch 2 Kinder. Du hast schon 2 Kinder? Ja. Meine Tochter ist jetzt 1 Jahr alt und mein Sohn 3 Wochen. Hm. Also ein bisschen früh, ne? Ja, passiert. Ja, passiert. Passiert. Nicht aufgepasst. Ja, aber du wusstest auch, wie man aufpasst, ne? Und es ist dann sogar 2-mal passiert. Wie alt ist deine Freundin? 19. 19. Hm. So, und du bist arbeitslos? Ja. Das ist natürlich eine heiße und heikle Situation, ne, in der ihr da lebt. Und du hast jetzt ein Gerichtsverfahren vor dir und es kann sogar sein, dass du in den Knast musst. Mhm. Was sagt deine Freundin dazu? Ja, ich bin nicht mehr mit ihr zusammen. Ach so, du bist gar nicht mehr mit ihr zusammen? Nee, in der Schwangerschaft von meinem Sohn, da hat sie mich verlassen. Mhm. Aber du hast Kontakt zu dem Kind und den Kindern? Nein, im Moment nicht. Auch nicht? Mhm. Nein. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe Abgang nach Klasse 8. Nach Klasse 8? Mhm. Ja. Mann, hört sich nicht gut an. Mhm. Hört sich verdammt, verdammt verzwickt an. Ich habe juristisch da keine Ahnung. Was meint dein Rechtsanwalt? Könnte es sein, dass du aufgrund jetzt dieser doch komplizierten Lage, in der du lebst, irgendwie mildernde Umstände bekommen könntest? Der meinte, was ich machen kann, ist, wenn ich in Haft bin, Halbstrafe oder 2/3 Strafe beantragen, dass ich dann früher rauskomme, den Rest zur Bewährung bekomme mit Nachsorge und allem. Mhm. Dann solltest mit Eingliederungshilfe und so. Dann solltest du unbedingt vorher, du bist ja noch sehr jung, unbedingt die Zeit nutzen und wenn es irgendwie geht, im Knast eine Ausbildung zu machen oder dich noch mehr zu qualifizieren. Ja. Dass du auf jeden Fall nicht nur in der Zeit abhängst. Willst du das machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich hab mich auch schon ein bisschen so erkundigt, was man im Gefängnis alles machen kann. Ach, hast du schon, ja. Ja, und da kann man dann, ich weiß nicht, ob ich da, je nachdem wie lange ich reinkomme, entweder mache ich dann eine Lehre, irgendwie mit halber oder so, oder ich mache dann einfach nur, wenn ich nur ein paar Monate reingehe, einen Schweißerschein und arbeite dann so da. Immerhin hast du dich schon erkundigt, das ist ja schon mal sehr löblich. Gut, finde ich das. Was hast du jetzt aus der ganzen Sache gelernt? Einfach so einen Scheiß nicht mehr machen. Mhm. Ja, was anderes kann ich dazu nicht sagen, weil das war eine einmalige Sache. Ja, ja. Und es war einfach, ich hätte besser nachdenken sollen. Ja, ja, okay. Wenn es jetzt zu einer Haftstrafe kommt und du da noch das Beste draus machen kannst, dann ist es halt, wie es ist. Und es ist eine dicke Lehre. Jeder macht mal Fehler, wenn er jung ist. Und wenn du daraus Konsequenzen ziehst, ist es dann ja auch okay. Vor allen Dingen musst du ja dann auch sehen, dass du auch Verantwortung trägst für deine heranwachsenden Kinder. Ne? Ist ja auch wichtig. Ja. Also wünsche ich dir, dass das so läuft, dass du zumindest aus der Haftstrafe mit einer Qualifikation herauskommst. Ja, das wünsche ich mir auch. Mein Lieber, alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Tschüss, Florian. Jo, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Wir sind hier live im Fernsehen, im WDR Fernsehen und im Radio bei Radio 1 Live mit einer freien Themennacht, Telefon-Talkshow. Ihr könnt einfach anrufen und euch mit mir unterhalten, über was auch immer. Jetzt ist noch ein Florian hier und der ist aber schon einen Schlag älter, nämlich 30. Hallo Florian. Hallo Domian. Ja. Domian, ich habe ein großes Problem. Ich habe eine Phobie vom Knöpfe. Eine Knöpfephobie? Das ist lustig zwar an, aber das ist so. Ja, das hört sich in der Tat lustig an, aber ich habe einmal mal jemanden kennengelernt, der auch eine Knöpfephobie hatte. Das ist schon, fand ich sehr kurios. Wie ist es bei dir? Was heißt das genau, Knöpfephobie? Also alles, was mit Knöpfen zu tun hat, außer Druckknöpfe nicht. Druckknöpfe nicht? Druckknöpfe nicht, also Knöpfe, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Druckknöpfe nicht, also sonst alle, was Knöpfe zum tun hat, da ekel ich mich permanent, also da geht's halt, mir wird schlecht. Also richtig Ekelgefühle, richtig körperliche Unwohlsein. Ich kann mich ja richtig gar nicht einmal anschauen, so ungefähr, weil mir wird da ganz komisch ungefähr. Weil du Knöpfe drückst. Siehst du mich im Moment im Fernsehen? Ja, genau. Aber ich habe ja auch Knöpfe. Hier. Ja, die Druckknöpfe, die machen nur nichts. Nee, das sind keine Druckknöpfe. Nee. Das sind, über Ihrem Hemd habe ich auch Knöpfe. Also guck gar nicht hin. Oder denk dir, das sind ganz normale Druckknöpfe hier. Mhm. Also wenn das keine Druckknöpfe wären,
Nehmen wir mal an. Würde dir das unangenehm sein, hier auf meine Jacke? Entschuldigung, das ist Wort voll, aber das regelt mir richtig an. Ach, wie lange schon? Du bist 30, habe ich gerade gesagt. Wie lange? Seit meiner Kindheit schon. Immer. Solange du zurückdenken kannst, Knöpfe. Aber man ist doch in seinem Leben konfrontiert ständig mit Knöpfen, überall. Ja, wie soll man das sagen? Ich bin bei der Feuerwehr, ich muss jetzt mal eine Ausrede finden, dass ich sage, entweder bin ich krank oder ich kann nicht kommen, sagen, für meinen Sohn ist krank oder ich lasse mal wieder was anderes einfallen. Du bist bei der Feuerwehr? Mhm. Ja, wie, du lässt dir eine Ausrede einfallen, wenn was? Für was eine Ausrede wenn, einfallen? Wenn du so fest ist, dann sagst du auch über hinten, so ungefähr. Das habe ich nicht verstanden. Du sprichst ein bisschen bayerisch. Bitte ja, dich, versuch mal ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen, weil ich, Depp, kann das nicht so gut verstehen hier aus dem hohen Norden. Also du versuchst diese Situation aus dem Weg zu gehen, wo du mit Knöpfen irgendwie konfrontiert wirst. Ja, genau. Genau, über der Hochzeit habe ich sogar einen Pullover getragen. Also da, ach, auf deiner eigenen Hochzeit? Ja. Was haben die, anderen dazu gesagt, als du dann mit dem Pullover? Das gefällt mir nicht. Mir gefallen, also ich sage immer, mir gefallen kein Oberhemd nicht. Das weiß nicht einmal meine Frau, das weiß keiner, also, das weiß ich bloß alleine, das weiß nicht einmal meine Mutter, das weiß keiner, also du jetzt. Das weiß keiner? Nein. Nicht mal deine Frau? Nein, nicht. Ich schäme mich dafür. Aber der muss das, wie lange bist du mit der verheiratet? Ich bin jetzt 2 Jahre verheiratet. Na gut, aber dann muss dir das doch auffallen, dass du alle Kleidungsstücke irgendwie meidest, wo Knöpfe dran sind. Mir ist bis jetzt eigentlich nicht so richtig aufgefallen. Und deine Mutter hat das auch nicht mitbekommen? Na, hat nicht mitbekommen. Aber wenn man, du sagst, du hast das seit Kindesbeinen an. Ein Ekel vor Knöpfen. Ja. Deine Mama hat dir doch 1000 Sachen gekauft und dir irgendein Jäckchen angezogen oder eine Hose, die geknöpft werden muss. Wie hast du dich denn da verhalten? Na, wie soll man das sagen? Meine Mutter hat mir zum Einkaufen mitgenommen, was ich haben wollte. Ach so. Also, und das habe ich das auch noch ausgesucht, so ungefähr. Ach so. Das habe ich dann bekommen. Dann hat die gedacht, ach, der Junge hat aber einen seltsamen Geschmack, immer nur Reißverschlüsse und sowas. Ja. Hm. Ekel, sagst du. Das ist richtig, ach, da könnte mir, da wenn ich einen Knopfschuss sehe, dann kommt richtig Gänsehaut und. Das ist ja wirklich äußerst ungewöhnlich. Hast du einen Ansatz, eine Erklärung dafür, woher das kommt oder was das ist? Ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich bin psychisch krank, das weiß ich. Also ich bin natürlich nicht, also manisch depressiv, kann man sagen. Mhm. Vielleicht kommt es davon her oder. Tja, das weiß ich auch nicht. Also bist du denn vielleicht haben wir schon dir jemand gewendet, vielleicht hat sowas ähnlich einer, vielleicht, dass ich mit dir nochmal Kontakt mal aufnehmen kann. Ja, ja. Also du suchst Leute, die vielleicht ähnliche Phobien oder Ängste vor Knöpfen haben. Ja. Ekel. Eine Angst ist es nicht, es ist ausschließlich ein Ekel, ne? Ein Ekel vor Knöpfen. Richtig, also ich mag sowas, also ich finde sowas. Ich finde sowas nicht schön, also mir gefällt sowas nicht. Ja, jetzt muss ich mal fragen, bezogen auf du bist bei der Feuerwehr, sagst du, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, genau. Mhm. Da hat man doch auch solche Uniformen an. Wie machst du denn das? Also wie gesagt, also Uniform, also wenn du ausrückst, da hast du normale Latzhose und dann so einen Reißverschluss. Und so noch Knöpfe hast du gar nicht. Ja. Ja, also das geht dann irgendwie bei der das geht, bei der, das geht dann. Mhm, mh. Du sagst, dass du psychisch erkrankt bist, manisch depressiv bist. Bist du in Behandlung beim Psychiater? Ich bin beim Psychiater. Und diesem Mann hast du auch noch nie von dieser Knopfphobie etwas gesagt? Wir sollen mal sagen, ich will jetzt dann auch einen Arzt wechseln, weil ich den Arzt immer vertraue. Ja. Also wir sollen mal sagen, ich möchte wieder arbeiten und der hat mich krank geschrieben, dass ich eine Rente habe. Ja. Und das finde ich nicht viel gut, ne? Also ich möchte da wieder was tun, ne? Ist diese Knopf, dieser Ekel vor Knöpfen, ist das für dich schon ein großes Problem, so in deinem Leben, in deinem Alltag? Ich ganz wohl mich, wenn ich jetzt mal schon eine begegnet ungefähr, der hat Knöpfe. Also ich fühle mich da schon nicht wohl so ungefähr. Ich bin so Magenkrämpfe und wird mir richtig übel. Aber wie machst du das denn, wenn deine Frau, ich gehe mal davon aus, dass deine Frau auch schon ab und zu mal irgendwelche Kleidungsstücke anhat mit Knöpfen? Wie gehst du damit um? Wie soll man das sagen? Ich lasse mir das nicht anmerken. Ich würde da ganz unruhig, kann man sagen. Und ich gehe dann aus dem Weg so ungefähr, dann meint sie, dass ich was gegen habe, so ungefähr. Ja. Ich will ja fürs Busse dann erziehen, so ungefähr. Ne? Mhm. Das heißt, du könntest sie nicht innig und herzlich umarmen, wenn sie eine Jacke mit dicken Knöpfen anhätte. Kann ich nicht. Weil du dich ekelst.
Ich ekel mich permanent. Mhm. Ja, das ist schon, finde ich schon, das ist nicht nur einfach nur so eine Marotte oder so ein Tick, den man hat, sondern das ist schon gravierend, finde ich, was du da erzählst. Ja. Ah, muss ich dir sagen, Florian, finde ich überhaupt keinen Grund, dass man sich für sowas schämt. Und ich finde, dass man dem nächsten Menschen, also jetzt in deinem Fall deiner Frau, dass man das schon erzählen sollte. Ja, wie soll man das sagen? Du hast es mir ja auch ganz einfach erzählt. Ja, wie soll man sagen, ich vertraue selten Leute. Ich bin da schon mal sehr enttäuscht worden wegen was anderes Sache. Ja, und hast du kein Vertrauen in deine Frau? Nein, kein Vertrauen mehr. Nicht einmal beim besten Freund mehr. Auch nicht in deine Frau? Wie soll man das sagen? Teils ja, teils nein. Okay, dann wäre vielleicht wirklich der bessere Weg, wenn du das über einen neuen Psychiater, wenn du einen neuen Arzt findest, dass du das auf jeden Fall da thematisierst. Habt ihr da vielleicht Adressen oder sowas, wo sie da hinwenden könnt? Ja, ich verbinde dich gleich mal mit meiner Psychologin, dass du auf jeden Fall mit ihr noch ein paar Worte sprechen kannst. Gerne nehme ich aber deinen Aufruf an, wenn... Das werden ja nicht so viele Leute sein. Es gibt Leute, die auch Phobien, Ängste oder Ekel vor Knöpfen aller Art haben. Ja, das ist damit interessant. Also da vielleicht gibt es sowas in anderer Art, vielleicht hat oder sowas, dass man, vielleicht kann man da auf euch mal mit einem anderen Austausch haben, genau, wie der das hat, so ungefähr, wie ich das habe, so ungefähr. Genau. Gibt es. Ja, dann mailt doch bitte uns unter domian@wdr.de und wir stellen dann gerne den Kontakt zu dem Florian her. So, und jetzt bleibst du bitte dran. Nee, Quatsch, was rede ich? Du legst bitte auf und meine Psychologin ruft dich an. Alles klar, okay, dann. Florian, alles Gute. Danke nochmal für deine Sendung und alles Gute, geil. Dankeschön, tschüss Florian. Ja, tschüss. Ihr Lieben, Hinweis auf morgen, das heißt für heute, heute Samstag, heute Abend Samstag, WDR Fernsehen, um 23.45 Uhr habe ich einen prominenten Gast wieder in der Sendung, nämlich Bärbel Schäfer. Und wer von euch gerne mit Bärbel Schäfer über was auch immer sprechen möchte, der möge sich bitte heute schon anmelden unter domian@wdr.de oder morgen eine Stunde vor der Sendung anrufen. Die Leitungen sind geschaltet. Um 23.45 Uhr, also 11:45 Uhr, am späten Abend beginnt die Sendung. Oder ihr könnt natürlich auch während der Sendung anrufen. Bärbel Schäfer, mein Promi-Gast, heute am Samstag um 11:45 Uhr im WDR-Fernsehen. Michael, 29 Jahre alt. Hallo Michael. Ja, guten Tag, Domian. Ja. Michael. Ja. Um was geht's bei dir, Michael? Und zwar war mein Bruder, den habe ich Mittwoch beerdigt. Mhm. Der ist gestorben an Krebs. Der hatte Krebs. Wie über alt? Ein Jahr. Wie alt? 24. Ist? 24. Mhm. Der hat seit über ein Jahr damit gekämpft. Und zwar hatten sie ihn am Anfang erst, hatten sie festgestellt, dass er Hodenkrebs hatte. Mhm. Dann wurde er operiert. Mhm. Danach hat er dann Chemo gekriegt, kam dann erst nach Hause. Mhm. Dann hat er Bluttransfusion gekriegt, dass das Blut dadurch gereinigt worden ist. Ja. Dann wurde er aber dadurch noch mehr kranker. Ja. Dann hatten sie zum Schluss dann festgestellt, dass er einen Tumor im Kopf hatte. Mhm. Mhm. Am Rückenmark hatten sie dann auch einen Tumor festgestellt. Mhm. Ja, und da ist er leider letzte Woche Freitag um 9:55 Uhr gestorben. Ja. Hast du ihn zum Schluss gepflegt? Nein, der war bei meiner Mutter. Ja. Und bei meiner Schwester hat er ja noch gewohnt. Mhm. Du wohnst nicht mehr bei der Mutter und bei der Schwester? Nein. Ja. Seit 2 Jahren schon nicht mehr. Ja. Wie nah war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Also ich hatte ein enges Verhältnis mit ihm. Mhm. Also ich hatte ihn auch öfters gesehen, weil ich ja wusste, wo er noch gewohnt hat. Ja. Wenn wir uns gesehen haben, haben wir miteinander gesprochen. Ja. Hat ihm meine Nummer gegeben. Ja. Aber leider haben sie ihm wahrscheinlich die Nummer aus dem Handy rausgelöscht. Wer? Ja, meine Mutter oder meine Schwester. Ach so, das heißt, in der letzten Zeit, also in seiner schwersterkrankten Zeit, habt ihr euch gar nicht mehr gesehen? Nein, und zwar war ich noch kurz vor letzte Woche Freitag gestorben ist, mhm, war ich Mittwoch 14 Minuten da und Donnerstag war ich für 4 Stunden noch da. Ach so, ja, das dann doch. Es gab also doch Kontakt. Ja, die letzte Ehre habe ich ihm erwiesen. Ja. Mhm. Dass ich noch da war. Er ist Freitag gestorben und du warst Donnerstag da und sehr lange da. War er dann noch ansprechbar? Hast du mit ihm sprechen können? Also sprechen konnte ich mit ihm, aber ich sollte nicht mit ihm reden, dass ich irgendwie großartig irgendwo Streit gibt oder so. Mhm. Also wir sollten ihn aufmuntern. Mhm. War ihm bewusst, wusste er, dass er sterben wird müssen?
Ja, er hat sogar selbst den Hausarzt an der ärztlichen Schweigepflicht gebunden. Er wusste, dass er schwer krank war, dass er sterben musste. Ja, er wusste das. Hm. Ja. Hm. Wie ist er, ich meine, so ein junger Mann von 24 Jahren, wie ist er damit umgegangen, mit der Gewissheit, dass er wird sterben müssen? Also äußerlich hat das wohl gezeigt, dass er locker damit umgegangen ist. Mhm. Also er war immer locker drauf, war fröhlich, hat es nicht so gezeigt. Aber du meinst? Aber ich hatte selber das Gefühl, dass er genau innerlich war, wusste er genau, was passiert. Hat er denn in der letzten Zeit, in den letzten Tagen und Wochen noch sehr leiden müssen? Ja, er hat schwer darunter gelitten. Also wie ich gehört habe, die haben den Tabletten mit Morphium und Valium und das alles haben sie vorgepumpt. Mhm. Du hast gerade so eine Bemerkung gemacht, du vermutest, man hätte deine Nummer gelöscht aus dem Handy. Ja. Verstehe ich das recht, dass dein Verhältnis zu deiner Mutter und deiner Schwester nicht gut ist? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und zwar habe ich eine 17-jährige Freundin. Mhm. Und zwar dadurch, ich hatte den Kontakt durch ihr wieder aufgebaut zu meiner Mutter, ja, zu meiner Familie. Ja. Aber irgendwie kam meine Cousine damit nicht klar, weil die auf die beiden gleiche Schule gegangen sind. Mhm. Und da hatten sie sich gestritten und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich lasse meine Freundin nicht beleidigen. Ja. Warum, da breche ich lieber dann den Kontakt zu ab. Warum ist denn damals, oder wie lange ist das Verhältnis schon gestört zwischen dir und deiner Mutter? Also zwischen meiner Mutter und mir mindestens schon über 2 Jahre. Und gab es damals einen besonderen Grund? Nein, überhaupt nicht. Es hat sich so aus... Nur weil ich jetzt ausgezogen bin, weil ich jetzt die neue Freundin habe. Mhm. So, nun ist etwas sehr Schlimmes in der Familie passiert. Ihr, der Sohn deiner Mutter und dein Bruder... ist im Alter von 24 Jahren gestorben, was eine Katastrophe ist. Ja, genau. Hast du denn den Eindruck, dass jetzt das Unglück euch etwas näher gebracht hat wieder, dass ihr euch versöhnen könnt? Nein, ich habe seit Mittwoch habe ich sofort den Kontakt abgebrochen, weil ich gehört habe von einer Kollegin, die war mit, die hat mir erzählt, dass meine Mutter zu ihr gesagt hat, dass ich mich überhaupt hintraue zur Beerdigung überhaupt. Mhm. Und dann habe ich dann hinterher noch erfahren am Grab, wie ich mich verabschiedet habe von meinem Bruder, dass sie zu mir, dass sie gesagt hat, warum der Holger und warum nicht der Michael. Das ist natürlich sehr schlimm. Ja. Das ist sehr schlimm. Mhm. Wie hat denn dein Bruder zu diesen Spannungen gestanden? Der hat das ja nur mitbekommen, dass deine Mutter und du ihr nicht gut könnt. Ja, davor ja, aber... Er hat nie darüber gesprochen, er hat viel mit mir darüber geredet, dass er nach mir, ich hatte ihm angeboten, dass er zu mir zieht, dass ich mich kümmere, dass er eine eigene Wohnung kriegt und das. Mhm. Aber leider, weil sie ja dann die Nummer gelöscht haben, dadurch wurde dann der Kontakt abgebrochen. Jetzt hast du deinen Bruder quasi gerade vor ein paar Tagen beerdigt. Wie fühlst du dich jetzt, heute? Also schlecht. Ich habe wohl viele Kollegen, die mich versuchen abzulenken, aber innerlich sieht es grauenhaft aus. Hast du denn einen nahen Menschen, mit dem du sprechen kannst? Ja, mit meiner Freundin. Mhm. Und viele Kollegen, aber die versuchen mich immer wieder aufzumuntern. Ja. Aber wenn ich dann zur Ruhe komme, dann kommen immer wieder die Gedanken dann wieder hoch. Was ja auch ganz normal ist. Es ist jetzt gerade so frisch und du hast die Bilder wahrscheinlich so präsent im Kopf von deinem letzten Besuch zum Beispiel, letzte Woche Donnerstag. Das ist ja auch ganz klar, dass du bist ja in einer ganz, ganz akuten Trauerphase im Moment. Ich finde sehr wichtig, dass du Menschen hast, mit denen du sprechen kannst. Mit den Kollegen, ja, manche Kollegen... Ja, kann man das, aber irgendwann ist dann auch gut, denken die, oder man denkt, dass die das denken und man schweigt. Deswegen finde ich wichtig, dass du irgendwie dir einen Menschen suchst, wo du das auch über längeren Zeitraum kannst. Ich weiß nicht, ob deine Freundin, sie ist noch sehr jung und ob sie das leisten kann. Ja, doch. Ich helfe ja auch so gut, wie ich kann überall. Ja. Sei ich schulisch, sei es irgendwo anders, ich bin immer für sie da, das weiß sie auch.
Dennoch, Michael, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du, wenn du vielleicht mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen könntest oder würdest, die auch gerade einen schweren Trauerfall erlebt haben. Also beispielsweise in Form einer Selbsthilfegruppe. Wärst du für sowas zu haben? Ja. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir für dich eine passende Adresse finden. Ja. Dann möchte ich dich bitten, aufzulegen, und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich dann nochmal an jetzt gleich. Ja, ist in Ordnung, Domian. Ich wünsche dir alles Liebe und sehr viel Kraft und alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 5050, die Telefonnummer oder die Mailadresse domian@wdr.de. Und hier ist der Christoph, und Christoph ist 36. Hallo Christoph. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um das Thema, dass sich Arbeit in Deutschland nicht mehr lohnt. Dass sich Arbeit nicht mehr lohnt? In Deutschland. In Deutschland. Genau. Wie meinst du das? Ja, es geht darum, dass ich halt jetzt, dass ich das jetzt hart bekomme, eben besser dran bin als vorher, als ich arbeiten war. Und dazu noch Freizeit haben, machen kann, was ich will. Ja. Und eben ja staatliche Vorteile bekommen, die ich sonst hätte nicht bekommen, wie zum Beispiel Zahnarzt. Will ich jetzt zum Zahnarzt gehen, habe da schon einen Termin geholt. Und er sagte mir auch, also, dass es so machen kann, dass wir dadurch das Harz, dass es eben wesentlich günstiger wird, als wenn ich jetzt arbeiten gehen würde. Mhm. Und das ist natürlich dann schon eine schöne Sache. Und wenn ich wieder arbeiten gehen sollte, ja, was ich erstmal nicht vorhab, dann werde ich jetzt eben alle Möglichkeiten ausnutzen, die mir zur Verfügung stehen. Ja, das heißt also, Hartz IV ist für dich ein Segen? Ja, ja, eigentlich schon, ja. Also ich bin zum Beispiel auch Mitglied in einem Bundesliga-Verein. Ja. Da bist du auch befreit, wenn du einen Hartz-Antrag vorlegst. Mhm. Dann haben wir hier im Rhein-Main-Gebiet 1-2 Anlaufstellen, wo wir eben mit dem Hartz-Antrag Sachen billiger bekommen, wie Möbel und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist natürlich alles dann logischerweise, nutzt man schon alles aus. Mhm. Darf ich fragen, wie viel Geld du im Monat bekommst? Also ich bin verheiratet und wir bekommen zusammen 1170 Euro. Mhm. Daran ist Miete enthalten und Heizkosten nicht, aber 350 Euro für mich, 311 Euro für meine Frau. Also wenn dann ist Miete enthalten heißt, davon müsst ihr die Miete bezahlen? Ja, von den 1170 Euro ist die Miete mit drin praktisch in dem Geld. Was heißt, ist die Miete drin? Müsst ihr die noch zahlen, oder? Ja, die geht da ab von dem Geld. Wie viel Miete müsst ihr zahlen? Wir zahlen 420 Euro. Ah ja, ja. Ich komme aber noch 160 Euro zu den 345 separat, weil ich vorher, als ich arbeiten war, viel verdient habe. Ich war also ein Jahr arbeitslos, da habe ich 1400 Euro bekommen, ja. Arbeitslosengeld. Hab da vor allen Dingen auch sehr, sehr viel verdient, muss ich dazu sagen. Was hast du gearbeitet? Bitte? Was hast du gearbeitet? Ich war im Vertrieb. Im Vertrieb? Und genau. Hast gut, Direktvertrieb. Ja. Hm. Arbeitet deine Frau auch? Nee, die arbeitet nicht. Was kriegt sie? Die bekommt 311 oder 314 Euro und die ist, muss ich dazu sagen, Ausländerin. Die war mit erst geheiratet. Ja. Und ich hab damals nicht gewusst, dass sie überhaupt was bekommt. Mhm. Das haben wir dann eigentlich erst erfahren, als ich schon mal auf dem Arbeitsamt war. Und das fand ich eigentlich dann ganz gut. Also, jetzt sind so viele Zahlen gefallen, dass man sich das gar nicht so schnell alles ausrechnen kann. Wie viel bleiben euch beiden so übrig im Monat zum Ausgeben, für Essen und Luxus? So 500 Euro in etwa. Ja. Ist ja nicht schlecht, ne? Nö, eigentlich nicht. Ja, und das alles von Hartz IV. Das, ja, genau. Und alle schimpfen immer auf Hartz IV. Bitte? Ich sag, und alle schimpfen immer auf Hartz IV. Ja, ist richtig. Ja, nee, also ich muss jetzt sagen, ich finde es eigentlich keine schlechte Sache. Mhm. Zumal es halt auch so ist, wie gesagt, mit einer Wohnung, dass wir halt auch eine schöne Wohnung haben. Und dadurch, dass es eine Sozialwohnung ist, kriegt uns da keiner mehr raus. Das heißt, wenn ich mal arbeiten gehen sollte, habe ich eben auch eine relativ günstige Wohnung. So, heißt das im Klartext, dass du dir das jetzt, du bist ja erst 36 Jahre alt, dass du es dir jetzt gemütlich machst und gut gehen lässt und dich auch gar nicht mehr sehr anstrengst, eine Arbeit zu finden? Jein, also ich sag mal, arbeiten gehen werde ich schon wieder irgendwann. Nur im Moment genieße ich halt und werde jetzt erstmal schauen, was man eben alles mit dem Harz bekommt. Das heißt also, wie eben günstigere Sachen irgendwo kaufen und auch jetzt zum Arzt zu gehen, mich mal durchchecken zu lassen, was mir alles fehlt. Also das heißt wirklich, wenn man das geschickt macht, ich meine, das haben wir ja alle immer wieder schon mal gehört, wenn man das sehr geschickt macht, kommt man sehr gut über die Runden unter gewissen guten Konstellationen, so wie in deinem Fall. Kann man das sagen, ne? Das kann man so sagen, ja. Nun,
ist natürlich die Reaktion der Leute, meine Person eingeschlossen, da sehr zwiegespalten. Einerseits kann man ja sagen, okay, so der Florian hält sich an, der macht nichts Gesetzwidriges, der verhält sich nur so, wie der Staat es ihm vorgibt. Mhm. Ne, er nutzt nur die Chancen oder den gesetzlichen Rahmen nutzt er aus. Andererseits kommt natürlich so eine moralische Komponente dazu, dass man sich natürlich als Arbeitender provoziert fühlt, wenn jemand sagt, nee, eigentlich will ich gar nicht arbeiten, ich lebe so als Parasit im Speck ganz gut. Ja gut, aber ich meine, das ist ja nicht meine Schuld. Ich meine, es ist einfach so, dass es ein Problem von der Politik ist. Natürlich. Und ich habe auch... Aber jeder ist ja Herr seines eigenen... mein Leben oder davor mein Leben lang einbezahlt, auch nicht wenig. Ja gut, du bist 36. Also, ja, okay. Ne? Also, aber ich meine, wie gesagt, wenn ich jetzt immer mein Aber die Politik zwingt dich ja. Aber die Politik, die Politik wiederum zwingt dich ja auch nicht dazu, du sagst, die Politik ist schuld. Die zwingt dich ja auch nicht dazu, Hartz IV zu genießen. Ja, aber Domian. Es ist ja eigentlich gut, dass wir so etwas wie Hartz IV haben, für Leute, die wirklich betroffen sind. Leute, die aber noch Power haben und die Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt, sollten doch mit aller Kraft, finde ich, als moralischen Anspruch auch rausgehen und arbeiten. Ja, das ist relativ. Ich meine, ich habe ja in der Zeit, als ich arbeitslos war, als ich das Arbeitslosengeld bekommen habe, habe ich mich ja beworben. Nur ich habe ja 1400 Euro netto bekommen, also vom Arbeitsamt. Mhm. Weil ich voll viel verdient habe. Und als ich mich beworben habe, haben die mir geboten 1300, 1400 Euro brutto. Mhm. Jetzt frage ich dich, warum sollte ich für 1300 Euro brutto arbeiten gehen, wenn ich das netto bekomme, sogar mehr netto bekomme? Und das sehe ich einfach nicht ein. Das, ja, das ist eine politische... Das kann doch irgendwo jeder nachvollziehen. In der Tat, es ist ein politisches Problem. Man könnte natürlich sagen und darauf antworten, weil es, verdammt nochmal, dein eigenverdientes Geld ist, was für das du deine Zeit verarbeitet hast, gearbeitet hast. Und wo du nicht einfach nur die Hand aufgemacht hast und Bittsteller bist. Das wäre die Antwort darauf. Ist richtig. Ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich immer früher selbst auf in Anführungsstrichen Sozialschmarotzer geschimpft habe. Ja. Aber es hat sich einfach in dem Land zu viel geändert, um da jetzt irgendwo dann jetzt in Moralischen zu verfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du bist eigentlich ein guter Fall dafür, dass man sagen müsste, die Gesetze müssen auch härter werden. Ja, sicher, klar. Die Gesetze müssen auch härter werden, nur solange sie so sind. Mhm. Ich sag's mal in Anführungsstrichen, bin ich eigentlich ganz froh drum, dass ich da jetzt nicht in ein tiefes Loch gefallen bin, wie jetzt irgendwo in einem anderen Land, weil es gibt ja Länder, da gibt es überhaupt nichts. Und ich meine, da muss man ganz klar sagen, ist in Deutschland eigentlich in Anführungsstrichen ein Schlaraffenland. Und da geht es uns eigentlich noch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, also ich habe eigentlich momentan, mein Tag ist ausgefüllt und ich schlafe jeden Morgen bis um 10 Uhr aus und tanze am Monat in den Regelsatz rum war mit meinem Bekannten. Der ist auch was meinst du, was im Moment der Wutpegel vor den Fernsehern steigt, bei Leuten zu Recht, die malochen gehen jeden Tag und wirklich im Schweiße ihres Angesichts ihre Kohle verdienen und eben noch weniger als du und du sagst, ich schlafe aus, auf eure Kosten, ich lasse es mir gut gehen und so weiter. Ja gut, ja sicher, ich meine, also im Moment ist es, ja. Ich sag, man kann dich natürlich, da hast du völlig recht, da laufen alle Beschuldigungen ins Leere, man kann dich gesetzlich oder juristisch nicht angreifen. Du machst alles auf dem Boden unserer gesetzlichen aktuellen Lage. Ja. Man kann dich höchstens angreifen, man kann dich moralisch angreifen. Ja, sicher, aber wie gesagt, ich sag's halt einfach so nicht mehr. Ich würde mich auch wohler fühlen, wenn ich das Geld, was ich ausgebe, auch selbst verdient habe. Das habe ich jahrelang gemacht und ich muss dazu sagen, ich habe mich immer geärgert darüber, dass ich so viel Steuern bezahlt habe. Ich habe teilweise, ich erinnere mich an meinen besten, an mein das meiste Geld, was ich habe, das waren 7.500 Euro brutto. Mhm. Und da habe ich rausbekommen, als in Lohnsteuerklasse 3, 4.500 Euro. Mhm. Da habe ich mich dermaßen geärgert darüber, dass ich gesagt habe, also irgendwie in dem Land stimmt was nicht. Mhm. Und deswegen sehe ich das jetzt auch irgendwo von einer etwas anderen Seite. Aber dir ist natürlich klar, wenn viele oder noch mehr Menschen so eine Haltung hätten wie du, ging es mit diesem Land sowas von bergab und irgendwann wäre da überhaupt nichts mehr mit Sozialleistungen, Hartz IV oder irgendwas, gar nichts mehr gäbe es dann. Ja gut, es geht mir immer mehr bergab. Deswegen sage ich dir auch ganz ehrlich, ist für mich auch ein Thema, habe ich schon zu meiner Frau gesagt, irgendwie vielleicht sogar nach Österreich oder in die Schweiz, weil einfach in dem Land, ich persönlich habe einfach Angst vor der Zukunft in Deutschland und wir haben uns auch über Kinder unterhalten, das kommt für mich momentan nicht in Frage. Aber wenn du das so sagst, ne? Wenn du das so sagst, ja, dann spreche ich jetzt, glaube ich, ganz vielen aus dem Herzen, die sagen, dann geh doch. Dann geh dahin und arbeite und belaste nicht unsere sozialen Systeme. Geh. Ja, gut. Ja. Dann springt einer für mich ein, der dann arbeitslos. Das ist kein Argument. Du musst dir eins vor Augen halten. Ja. So,
solange ich in dem Land als Arbeitsloser besser gestellt bin als einer, der arbeiten geht, in Anführungsstrichen, sind im Moment mein Bruder und auch meine Bekannten und so weiter, die arbeiten gehen, sind im Moment die Leute, die mich finanzieren, ist ganz klar. Darüber bin ich mir auch bewusst. Ja. Und darüber habe ich mich auch früher immer geärgert. Ja. Aber ich bin einfach an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich sehe es nicht ein, im Moment irgendwo für 1.400, 1.500 Euro brutto arbeiten zu gehen und dann auch noch irgendwo mich über Wasser zu halten. Darf ich dich fragen, was du gewählt hast? Was ich gewählt habe? Ja. Darfst du fragen, ja. Also ich habe CDU-FDP gewählt, ja. Mhm. Zumindest konsequent. Bitte? Zumindest konsequent. Ja, sicher. Ich dachte, du hättest die Linken gewählt, die Kommunisten gewählt. Nein, das habe ich nicht. Also ich meine, ich bin die Linken... Das ganze Programm von den Linken, das war mir ein bisschen zu krass und ich muss dazu sagen, es liegt aber auch daran, dass eigentlich die ganze Familie irgendwo CDU, FDP gewählt hat, schon immer. Mhm. Und aber es hat sich sowieso so rasch nichts geändert. Mhm. Ja, das war mir schon klar. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich sage jetzt nochmal, ich will ja nicht mein Leben lang arbeitslos bleiben. Mhm. Ja, weil ich muss ja auch überlegen. Aber die Gefahr ist wahrscheinlich, wir müssen uns vormachen, je länger du draußen bist aus dem Job, desto schwieriger ist es reinzukommen. Ne, ich habe super Zeugnisse und ich muss ich in die Werbung nicht reinschreiben, dass ich arbeitslos war. Das habe ich beim letzten Arbeitgeber auch nicht gemacht. Ja, ich habe das. Also ich merke schon, du bist schon mit allen Wassern gewaschen. Du machst da schon sehr professionell, das ist so. Ausgebüxt, ja. Ja, man, wie gesagt, ich meine, wenn du, und das ist ja immer das ist ja das Schöne in dem Land, wenn du alle Vorteile in dem Land ausnutzt, dann mir sagen, lebst du wie die Made im Speck, aber ja, mein, wie gesagt, ich kann. Also ich sage das nochmal. Mir würde es, mein Stolz verbietet es mir, alles auszunutzen. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt im Moment einen guten Job habe, sondern es gab auch andere Zeiten, da habe ich das auch nicht gemacht. Da habe ich es auch nicht gemacht. Domian, so. Ich muss mir immer die Frage stellen, wie geht's mir besser, wenn ich im Bett lieg und sage, okay, ich verdiene jetzt noch 1.500 Euro. Ja, aber es geht nicht immer nur Nein, das ist jetzt sicherlich eine moralische Sache, wie du schon sagst, aber wenn ich doch im Bett lieg abends oder irgendwo nicht mehr weiß, wie ich überhaupt mein Geld verdienen soll oder wie ich mir irgendwo beim Aldi die nächste Einkaufstüte vollpacken soll und da mach ich wohl lieber, dann geht's mir doch besser, wenn ich im Bett lieg und sag, ach. Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt in dieser Zeit in unserer Gesellschaft, dass es nur immer darum geht, wie geht es mir am besten? Ich will darüber nachdenken, wie geht es unserem Land und unserer Gemeinschaft am besten? Und ich will meinen Teil dazu beitragen. Ja. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und wir beide streiten uns ja schon 11 Minuten. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Ich glaube, dass wir schon unsere Standpunkte ausgetauscht haben und so sehr viel Neues käme da auch gar nicht mehr hinzu. Du sprichst wahrscheinlich für sehr viele Leute, was ich auch bedenklich finde und du selbst letztendlich auch bedenklich findest. Wenn du für Arbeit, wenn du auswanderst und Arbeit findest in Österreich oder Schweiz, dann melde dich bitte bei uns. Reden wir mal. Ich schreib dir vorne eine Karte. Das macht Christoph. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, wiederhören. Tschüss. Danke, ciao. 0800 220 50 50. Morgen, das heißt heute am Samstag, ist mein prominenter Gast um 11:45 im WDR-Fernsehen Bärbe Schäfer. Und wenn ihr live mit Bärbe Schäfer auch reden wollt, dann meldet uns heute oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an, sind die Leitungen geschaltet oder halt während der Sendung. Jetzt bin ich gespannt auf Nadine. Und Nadine ist 16 Jahre alt. Hallo Nadine. Hallo. 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 Ja, Nadine, schön, dass du da bist. Ja, danke. Und was geht's denn bei dir? Also, ich habe vor eineinhalb Monaten ein Kind bekommen. Oh. Und ja, also mein Freund, wir haben eine eigene Wohnung zusammen. Ja. Und ja, seit ich das Kind habe, ist er jeden Tag draußen. Wie alt ist er? 18. 18. Jeden Tag draußen, irgendwo auf der Straße und hängt also ab? Also ja, oder nee, er geht mit seinen Kumpels saufen, also trinken. Ja. Und also er kümmert sich gar nicht um sein Kind. Ja. Und ja, also ich weiß nicht schon, was ich machen soll. Was, wenn er Geld bekommt, er gibt nichts zum Essen zu, gar nichts. Hat er denn Arbeit? Nee, er hat keine Arbeit. Hat keine Arbeit? Nee. Und wie kommt es, dass ihr eine eigene Wohnung habt? Wer finanziert das? Ja, also meine Mutter, sie wohnt auch im gleichen Haus. Ach so. Ja, und also sie gibt was dazu und er bezahlt eigentlich was, aber seit fast 3 Monaten bezahlt meine Mutter die Miete nur. Und ja, ich weiß, meine Mutter hat jetzt gesagt, entweder er oder ich, und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Wie er oder du? Wie ja, meinst du? Weil er hat mich auch schon 2-mal geschlagen in der Schwangerschaft. Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, entscheide dich für ihn oder für mich. Ach so, jetzt verstehe ich. Also die Mama sagt, entweder kommst du zur Mama zurück ja. oder du entscheidest dich für deinen Freund.
Ja, weil wenn ich zur Schule gehe, also ich will noch auf jeden Fall meinen Abschluss haben. Ja. Und dann hat auch meine Mutter das Kind. Anscheinend, der Vater interessiert sich ja nicht mehr. Er drückt sich vor allem. Ja. Im Prinzip, wenn er arbeitslos ist, könnte er sich ja schon um das Kind kümmern, während du in der Schule bist. Etwas. Ja. Was für einen Abschluss willst du noch machen? Real. Realabschluss, ja, mach es unbedingt, ne? Also unbedingt. Ja, ich will den unbedingt auch mit dem Kind durchziehen und alles. Ja. Aber, ich weiß nicht. Wie hat er denn darauf reagiert, als du gesagt hast, ich bin schwanger? Ja, er wollte sofort, dass ich das Kind abtreibe. Ja, und meine Freundin Zira, sie hat auch gesagt, hör nicht auf ihn, mach, was du willst. Mhm. Und es ist dein Kind und ich weiß, dass du es nicht kannst. Und ich habe auch gesagt, ich mache meinen Abschluss, ich will trotzdem das Kind haben. Ja. Meine Mutter hat auch gesagt, jederzeit helfe ich dir, ich stehe immer für dich da. Ja. Nur das Gegensatz, er ist der Vater, er macht gar nichts für das Kind. Gab es denn während der Schwangerschaft dann auch viel Streit zwischen euch beiden? Ja. Hat er dir auch immer wieder vorgeworfen, dass du das Kind doch bekommst? Und ja, er hat gesagt, also entweder du treibst das Kind ab oder ich. Und ich meinte, nee, ich treibe das Kind nicht ab. Egal, wie doll ich dich liebe, aber trotzdem. Und dann ist er trotzdem zurückgekommen. Mhm. Er war auch nicht bei der Geburt bei. Mhm. Da war meine Freundin Zera bei. Ja. Wie ist das denn so? Geht er zärtlich und nett mit dem Kind um? Oder interessiert? Er hatte das bis jetzt einmal in den Arm. Einmal erst? Ja. Und ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge, darf ich dann. Ja. Und der Kleine ist jetzt anderthalb Monate, sagst du? Ja. Mhm. Und da hat er ihn erst einmal im Arm gehabt? Ja, einmal. Und er legt ihn auch nicht trocken und füttert ihn? Nein, er ist ja von morgens bis abends weg, nachts kommt er nach Hause, schläft er nur nicht mal jetzt zu Hause. Mhm. Was hast du denn für ein Gefühl noch zu ihm? Ich liebe ihn zwar noch, aber ich kann nicht mehr weiter so machen, wie er es jetzt tut. Er kommt nicht, er hilft mir nicht mehr beim Saubermachen in der Wohnung, er macht ja gar nichts. Du bist aber im Moment noch nicht wieder in der Schule, ne? Oder schon? Auch? Nee, es sind ja Ferien. Ach so, ja, aber wenn die Ferien jetzt rum sind, dann gehst du wieder. Ja, na klar, denn meine Mutter hat auch gesagt, also ich werde zwar auf das Kind aufpassen, wenn du zur Schule gehst, aber nee, dann ist nichts. Hinter der Frage steckt, ich dachte, dass das noch so nah an der Geburt ist, dass du noch irgendwie ein bisschen Pause machst oder so. Aber du gehst schon fleißig wieder zur Schule. Ich gehe schon wieder zur Schule am Montag. Ja. Hast du gerade gesagt, der hat dich während der Schwangerschaft auch zweimal geschlagen? Ja. Wie geschlagen? Also er hat mir in den Bauch getreten. In den Bauch getreten sogar? Obwohl du schwanger warst? Ja, er wollte ja unbedingt, dass ich das Kind verliere oder abtreibe. Und meine Freundin Zera, sie war ja dann da, wo er eben besoffen kam. Mhm. Weil sie war oft bei der Schwangerschaft bei mir, weil er ja nie da war. Er hat mich erst nie mit zum Frauenarzt gekommen. Er hat gar nichts gemacht. Wenn ich das höre, ne? Der hat dich in den Bauch getreten, während du schwanger warst. Mhm. Da reicht's mir schon. Da will ich gar nicht mehr über den Kerl hören. Und wenn du da sagst, da sind noch irgendwelche Gefühle, dann schminkt er die Gefühle ab. Der hat dein Kind tot treten wollen, so musst du es dir mal vorstellen. Ich weiß. Der wollte dir das Kind aus dem Leib treten. So, und was ist das jetzt für ein Zustand? Das ist sein Kind, für das er genauso verantwortlich ist wie du. Und er hat es erst einmal in den Arm genommen, er treibt sich nur rum, er säuft sich die Birne voll. Ja. Und er wollte auch, dass ich Alkohol trinke in der Schwangerschaft. Weißt du, und das sind alles für mich Argumente zu sagen, schmeißen raus. Schmeißen raus, sei froh, dass du deine Mama hast und deine Freundin hast. Und ihr werdet das gemeinsam schon schaffen. Ja. Aber schafft ihr den vom Hals? Mhm. Sagen ja auch viele zu mir, aber ich gehe immer wieder zu ihm zurück oder er kommt her und ich lasse komm rein und. Ja, aber ich glaube, das ist ein Fehler, den du da machst. Also weißt du, es kann ja ein Typ oder jeder macht ja mal Fehler. Und man kann ja auch verzeihen, man soll ja auch verzeihen. Aber wenn das immer und immer und immer wieder passiert und so schlimme Sachen, wie du es gerade geschildert hast, da muss man dann irgendwann aber auch mal einen Schlussstrich ziehen. Vor der Schwangerschaft war er ja auch ganz anders. Also erst, wo ich das Kind hatte und schwanger war, da ist er auf einmal ganz ein anderer Mensch geworden. Klar, der hat keinen Bock drauf und der will sein Feierleben leben und keine Verantwortung tragen und nicht zu Hause die Windeln waschen. Ne? Ich sag ihm auch, such dir mal Arbeit. Nein, mach ich morgen, schiebt er mal auf den anderen Tag. Mhm. Hat er den Schulabschluss zumindest? Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee. Also ist ja schon alles vorprogrammiert, wie es mit ihm enden wird, wenn er sich nicht auf den Arsch setzt. Ja, ich habe ihm gesagt, mach wenigstens Abendschule. Ich will ja auch, auch wenn ich das Kind habe, will ich ja meinen Hauptrealabschluss haben. Ja, guck mal, du bist doch ein ganz anderer Typ. Gut, du bist eigentlich viel zu früh schwanger geworden. Nun gut, es ist passiert. Aber du hast gesagt, ich treibe nicht ab.
du hast gesagt, ich will das Kind haben und du hast gesagt, ich will, obwohl ich das Kind habe, will auch noch meinen Schulabschluss nachmachen. Ja, das will ich auf jeden Fall. Ja, das finde ich toll. Du bist erst 16 Jahre alt, dass du so viel Willen hast. Da ist so ein Typ, der sich so hängen lässt, nur ein Klotz am Bein. Ja. Also ich sag's dir wirklich, als völlig Unbeteiligter. Und deine Freundinnen sagen es dir sowieso, die wissen so viel besser Bescheid als ich. Ja. Schieß ihn wirklich in den Wind. Er hat es nicht anders verdient. Er hat es nicht anders verdient. Und wenn da auch noch Gefühle sind, gehe gegen diese Gefühle vor. Es gibt auch Gefühle, gegen die man vorgehen muss. Da muss ja, man sich. Ja, ich weiß ja auch, aber ich habe ihm ja gestern gesagt, also ich hoffe, dass du dich ändern tust. Er sagt, ja, jeden Tag, ich ändere mich. Und bis heute hat er sich nicht geändert. So, das ist doch das Argument. Du hast ihm doch genügend Chancen gegeben. Ja. Hast du, ne? Ja, habe ich auch, genau. So, und er hat so viele schlimme Sachen gemacht. Da ist irgendwann aber auch Schluss. Ja. Punkt. Also ich hoffe, Nadine, dass du es schaffst. Vielleicht dauert es noch ein paar Monate. Ja, ich habe auch schon. Also meine Mutter hat gesagt, wenn du willst, du kannst ihn auch gerne. Es ist ja auch seine Wohnung hier. Mhm. Also es ist nicht nur meine Wohnung. Ich bin Untermieter, er ist der Hauptmieter. Ach so. Mhm. Und aber meine Mutter hat auch gesagt, du kannst sofort zu mir runterkommen. Also wir haben ja erst zusammen unten gewohnt. Ja. Und dann war die Wohnung oben frei und mein Freund hat auch bei meiner Mutter oft geschlafen und so. Er kam auch besoffen bei meiner Mama an. Hör mal, wenn er Hauptmieter ist, wie kann er denn das finanzieren, wenn er überhaupt keine Kohle hat? Ja, deswegen haben wir gesagt, er bezahlt die Hälfte und wir bezahlen die Hälfte. Er bekommt ja Sozialhilfe. Ach so. Also, wie auch immer, du hast deine Mama, sei froh. Da, ich auch. So, da hast du nämlich einen ganz, ganz festen Fels in der Brandung, die dir beisteht. Ja. Und wenn es darum geht, deine Mama oder der, dann ist ja wohl klar, für wen du dich zu entscheiden hast. Ja, nämlich, na klar. Ich auch eigentlich für meine Mutter, aber... Eben. Und deswegen wollte ich ja mit dir darüber reden. Ja. So, jetzt habe ich dir meine Meinung gesagt. Muss natürlich sehen, entscheiden musst du natürlich. Aber vielleicht dauert... Ich glaube auch, dass ich in den Wind schießen werde. Ja. Ist und besser so für mich, für mein Kind und für meine Mutter. Ja. Und zieh tapfer deine ganzen Sachen durch. Ja, mach ich auch. Alles Liebe, Nadine. Okay, danke. Tschüss. Gut, Julian. Tschüss. Tschüss. Ursula, 49. Hallo, Ursula. Hallo. Jo. Also, hallo, du, Mia. Ja. Ursula, um was geht's denn? Es geht darum, dass ich also sehr krank bin. Mhm. Sehr krank. Was hast du für eine Krankheit? Ich habe schweres Asthma. Mhm. Mit einem Lungenemphysem. Mhm. Und ich habe nur noch kurze Zeit zu leben. Mhm. Jetzt ist es so, ich habe vor längerer Zeit... Darf ich dich mal eben unterbrechen? Ja. Es werden viele Leute denken, und ich denke das auch gerade, schweres Asthma ist eine sehr schwere Erkrankung. Stirbt man daran? Nicht direkt an dem Asthma, aber an den Lungenemphysem, was ich dazu habe. Das ist ein Art Tumor? Nein, das ist... jeder hat ja Lungenbläschen. Mhm. Und bei mir ist der zu einem zusammengewachsen. Ach so. Mhm. Und das nimmt mir also praktisch die Luft zum Atmen. Das ist zusammengewachsen, das reinigt und filtert die Luft nicht mehr in der Lunge. Ja. Und dadurch wird dieses Volumen immer weniger in der Lunge. Wie viel Lungenvolumen hast du denn noch? 10%. Wie viel? 10%. 10%? Ja, 10%. Fällt dir das schwer zu sprechen mit mir? Ja. Ja, das merke ich. Also du musst dich gar nicht stressen, du kannst dir auch Zeit lassen. Das muss gar nicht erst schnell zack, zack gehen. 10% Lungenvolumen, das kann man sich als gesunder Mensch gar nicht vorstellen. Wie beschwer... Nein, der das nicht hat oder der sich da nicht mit auskennt, der weiß nicht, wie das ist. Das heißt, das schrumpft immer mehr. Ja, also es darf nicht mehr schrumpfen so schnell. Weil du dann ersticken würdest. Ja, ich würde ersticken jetzt. Gibt es da irgendwie eine Maschine, die du dir dann auf irgendeine Maske, die du dir aufsetzen kannst? Oder? Nein, das hilft alles nichts mehr. Das hilft alles gar nicht mehr. Meine Krankheit ist ausbehandelt. Mhm. Wie viele Jahre hast du dich mit der Krankheit rumgeschlagen? 10 Jahre. 10 Jahre? Mhm. Fing das so von heute auf morgen an? Ja. Mhm. Ja, das kann ich sagen. Also... Ich kriegte eine Lungenentzündung und habe die dann nicht richtig auskuriert. Und dann kriegte ich kurze Zeit später eine zweite und dann auch nicht richtig auskuriert. Mhm. Weil da war ich ja noch immer berufstätig. Ich habe gedacht, der Job geht vor. Ja. Und bei der dritten Lungenentzündung, die ich da kurze Zeit später kriegte, die hat mich dann völlig umgehauen. Mhm. Ja, bist du auch
im Laufe der Jahre mal operiert worden? Konnte man da irgendwas operativ machen? Nein. Nein, das nicht. Nein. Das heißt, der Zustand jetzt ist so, dass die Ärzte sagen, wir können gar nichts mehr machen, man muss abwarten. Richtig. Also ich war jetzt vor kurzem wieder im Krankenhaus, wieder mit einer Lungenentzündung. Und gut, dann haben die mich da dermaßen vollgestopft mit Medikamenten. Viel Cortison. Ich hatte dann zeitweise, ich habe normal immer ein Gewicht gehabt von 58 Kilo und bin dann hoch auf, innerhalb von 3 Wochen bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden und habe dann 88 Kilo gewogen. Oh, durch das Cortison? Ja. Hat es dann mindestens ein bisschen geholfen, was die Lunge? Ja, kurze Zeit. Kurze Zeit. Hast du auch Schmerzen? Hatte ich während der Lungenentzündung. Jetzt im Moment nicht. Schmerzen so nicht so doll, nee. Haben die Ärzte gesagt, wie deine Lebenserwartung ist? Ja. So etwa ein halbes Jahr noch so. Halbes Jahr. So, hast du Angst? Jein. Jein, kann ich sagen. Also Angst davor, nur dass es so lange dauert, dieses Ersticken. Also Angst vor dem Sterben letztendlich, vor dem Erstickungstod. Vor dem Sterben eigentlich so selber nicht. Ja. Weil ich das schon zu lange weiß, so jetzt nicht. Das ist, wie soll ich gibt das es denn da, gibt es denn da keine Hilfe, dass man, wenn es dann immer schlimmer wird, dass du das dann zumindest nicht so merkst? Du meinst jetzt so mit Medikamenten? Ja. Ja, dann müsste ich aber ins Krankenhaus und dort würde ich mit Sicherheit Morphium bekommen. Ja. Aber, weil ich weiß, dass es auch Krankenhäuser gibt, die dann versuchen, mich an Maschinen anzuschließen. Ach so. Die mich dann versuchen würden, künstlich weiter am Leben zu erhalten. Deswegen habe ich ja extra diese einstweilige Nichtverfügung, diese Patientenverfügung. Du möchtest auf jeden Fall nicht am Leben erhalten? Ja. Wenn es soweit ist, möchtest du sterben? Ja, ich möchte nicht, dass ich da jahrelang noch an einer künstlichen Lunge liege und... Verstehe, weil es sowieso keine Perspektive für dich hätte. Genau, richtig. Das bedeutet, deshalb hast du dich entschieden, auch jetzt zu Hause zu sein? Ja, ich bin zu Hause. Hast du Familie? Ich habe 2 Kinder, ja. Ja, wie alt sind die Kinder? Mein Sohn 31 und meine Tochter 27. Leben die bei dir oder einer noch bei dir? Nein, keiner. Und lebt dein Mann bei dir? Nein, ich bin schon seit über 20 Jahren geschieden. Ach so. Hast du denn einen nahen Kreis von Menschen um dich herum, Freunde, oder kommen die Kinder oft? Oder bist du also meine Kinder, seitdem ich so schwer krank bin, kommen gar nicht mehr. Wie bitte? Die kommen gar nicht mehr? Ja, weil ich denke mal, das ist die Angst. Weil ich jetzt hier inzwischen so abgenommen habe, ich wiege noch 39 Kilo inzwischen. Ja. Und meine Kinder, die sind dann jedes Mal so erschrocken irgendwie. Ja. Und dann... Also kommen sie gar nicht mehr. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Meine Tochter so etwa von 3/4 Jahr, glaube ich, das letzte Mal. Und mein Sohn ungefähr, vor 6 Wochen. Da habe ich ihn aber nur durch Zufall gesehen. Nur durch Zufall. Rufen die denn auch nicht mal an? Selten. Tut dir das weh? Ja. Ganz besonders von meiner Tochter. Ja, das ist das, was mir wirklich in der Seele wehtut. Dass ich, das glaube ich. Ja, weil ich sehr an meiner Tochter hänge. Und ich hätte Angst zu sterben, ohne sie nochmal gesehen zu haben. Nicht? Das ist eigentlich noch so der größte Wunsch, mal einen ganzen Tag mit dir zu verbringen, so nicht? Aber und, irgendwie. Ich bin ganz ratlos und fassungslos, dass die Kinder eine so schwer kranke Mutter allein lassen. Meine Tochter lebt in Hamburg. Ja, das ist ja egal. Und ist den ganzen Tag am Arbeiten. Ja, es gibt Wochenenden und hast du denn da, wo du wohnst, kommt da ab und zu mal jemand vorbei? Ja. Das schon. Also du bist alleine, du bist nicht ganz einsam. Nein, so einsam nicht. Ich habe Pflegestufe 2 inzwischen.
Da kümmert sich mein Nachbar. Mhm. Dann den habe ich als Pflegeperson mhm. eingesetzt. Der kommt also morgens, mittags und abends. Mhm. Der kümmert sich dann um meinen Hund, um mich. Mhm. Du sagst, du wiegst noch 39 Kilo. Das ist ja bei welcher eine Größe von? 1,60. Mhm. Liegst du immer im Bett? Nein. Wenn ich mal gute Tage habe, kriegt der mich dann runter, mein Nachbar, in meinen Rollstuhl. Mhm. Und ich habe einen elektrischen Rollstuhl. Mhm. Und dann, ja, dann fahre ich auch mal in die Stadt, mhm. treffe mich dort mit mhm. meinem Ex-Mann. Wir haben ja immer noch ein bombengutes Verhältnis miteinander. Gibt es noch Kontakt zwischen euch? Mhm. Ja. Mhm. Kannst du alleine duschen oder auf die Toilette gehen? Geht das? Auf die Toilette? Schwach. Ich habe einen Wagen, mit dem bekomme ich jetzt demnächst einen Toilettenwagen nicht zu Hause. Ah ja. Mhm. Und baden und duschen überhaupt nicht mehr alleine. Ja. Aber da ist es ja ganz, ganz toll, dass der Nachbar... Dass du ja da so eine Hilfe hast in dem Nachbarn. Ja, außerdem bin ich im ambulanten betreuten Wohnen. Ach so. Mhm. Immer. Also du bist so, was so die Versorgung anbelangt, bist du gut versorgt. Ja. So die, doch. Was man, die äußerliche Versorgung, sage ich jetzt mal so. Richtig. Aber der größte Wunsch wäre, einen Tag mit der eigenen Tochter nochmal zu verbringen. Ja. Weiß sie das, wie sehr du dir das wünschst? Ich weiß es nicht. Und wenn du das vielleicht über jemand anderen an sie herantragen lassen würdest? Ich wüsste niemanden. Auch nicht über den deinen Ex-Mann? Nein, weil das ist das einzige Handicap zwischen uns beide. Er hängt auch sehr an unserer Tochter und er ist wäre eifersüchtig, glaube ich, auch dann. Ach so. Das also würde er dann nicht ausrichten. Was wäre denn, wenn du ganz einfach deine Tochter anrufen würdest? Ich habe sie gestern angerufen und da war sie so genervt. Sie sagt, ich bin genervt. Jetzt rufst du auch noch an. Ja, und dann habe ich das Gespräch beendet gleich. Gott, wie kann man so herzlos sein? Und das hat mich natürlich doch ziemlich getroffen. Mhm. Mhm. Ja. Ach, sie ist nicht herzlos, aber weil ich so viel selber um die Ohren. Ja, schon. Aber ich meine, da gibt es eigentlich fast gar keine Entschuldigung mehr für. Es gibt ja, ich belege halt, wir können dir ja auch nicht irgendwie helfen. Wir können ja. Ich habe eigentlich angerufen, Domian, aus einer Sache, die wollte ich dir noch ganz, ganz schnell erzählen. Bitte, ja. Es gibt in Deutschland. Mhm. Eine Höhle, ja? Eine Mühle? Eine Höhle, die ist bakterienfrei. Ja. Und dort ist kehren diese Leute alle ein, mhm. die diese schwere Krankheit haben. Mhm. Sie verbringen den Tag dort. Mhm. Und vielen von diesen Leuten, 80%, sind mit einer Riesenverbesserung rausgegangen aus dieser Höhle. Ja. Jetzt habe ich versucht, über die Krankenkasse da was zu machen. Ja. Das zahlt die Krankenkasse nicht. Sie haben gesagt, also das sind, weil das hat ein Hotel gekauft oder was auch immer. Ja. Wir zahlen das nicht. Ich sage, aber da werden doch Menschen richtig befreit zum Teil von der Krankheit. Wo ist diese Höhle? Ich glaube im Schwarzwald. Was würde das denn kosten? Das weiß ich nicht. Also das. Würdest du da einen Tag, ein paar Stunden rein? Oder? Man müsste 4 bis 6 Wochen. Man müsste jeden Tag in diese Höhle wieder rein. Mhm. Das wäre für dich noch ein Hoffnungs-, ein Strohhalm, an dem jetzt du dich... Jetzt nicht mehr. Aber nicht mehr. Vielleicht vom Jahr wäre es das noch gewesen. Mhm. Mhm. Aber ich habe da damals mit der Krankenkasse so lange drüber gesprochen. Ja. Das heißt, du wolltest uns das mal erzählen, wie hart Krankenkassen sind? Ja. Dass ja, sie ja, Menschenleben retten könnten, aber sie tun es nicht. Ja, das hörte sich so an, wenn ich genug Geld hätte, dann könnte ich da ja hin. Sehr schlimm, sehr schlimm. Liebe Ursula, unsere Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich finde es toll, dass ich mal durchgekommen bin. Ich freue mich riesig, dass wir beide haben reden können.
ich habe mich lässt das nicht los mit deiner Tochter. Mhm. Ich kann nicht verstehen, dass ein Mensch so ist. Würde es was bringen, wenn wir bei deiner Tochter vielleicht mal anrufen würden? Das wäre toll, ja. So, dann überlegen wir das mal. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an und dann bekakeln wir das nochmal. Okay. Okay, du legst bitte auf, bis gleich. Jo, bis gleich. Tschüss. Tschüss und tolle Sendung. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gundel Blendin, Roland Lohr, Uli Krapp, Katrin Pausen, Jan Grefe zu Baringdorf, Pamela Koppay, Dirk Winhüsen, Magdalena Groß. Um 23.45 Uhr heute Samstag, WDR Fernsehen.